Ja, dann machen wir mal mit der ersten Liga weiter für Sonnabend. Also so sieht das ja aus. Ja, das Spiel Augsburg gegen BVB. Augsburg, für mich gar keine schlechte Truppe, muss ich schon sagen. Augsburg ist eine ganz gute Truppe. Die haben ganz gute Leute dabei gekriegt. Aber im Grunde genommen, ja, und dann Heimspiel BVB hat überragend gespielt gegen Gladbach. Das 3-0 sah ja auch nicht aus. Augsburg auch gewonnen. Hochinteressantes Spiel. Aber ich glaube, dass der BVB da 2-1 gewinnt. Höher wäre das nicht, glaube ich nicht. Ja, dann haben wir noch Mönchengladbach gegen Union Berlin. Ja, Union Berlin, das wird schwer, dieses Jahr da drinnen sich zu halten. Das zweite Jahr wird immer schwerer als wie das erste. Das wissen wir ja. Das gewinnt Gladbach 2-0. Das glaube ich schon. Gladbach hat zu viel Qualität. Ja, dann haben wir noch mal morgen Arminia Bielefeld gegen 1. FC Köln. Das ist natürlich ein hochinteressantes Spiel, weil ich sie beide unten mit einkalkuliere in der Tabelle. Aber das will ich euch sagen, Terodde ist in Hamburg und der andere kleine Wilde da, der Cordoba, ist in Berlin. Jetzt haben sie ja zwei weggegeben. Da muss ich abwarten. Ja gut, ich sag mal, wenn Bielefeld gute Form ist auf der Alm, aber ist ja keine Zuschauer oder wenig Zuschauer, das würde natürlich die Alm richtig ausmachen. Aber ich sag mal, das gewinnt Bielefeld 2-1. Das wird auch nicht hoch, hundertprozentig nicht. Aber ich glaube, ein Heimspiel, das gewinnen sie. Ja, dann haben wir morgen noch Mainz gegen den VfB. Ja, meinst du, was da los ist? Die streiken da wegen Geld da und hin und her mit den Zollei und weil da viele ausländische Leute kicken. Das ist natürlich klar. Das ist mit den, sie wollten da wegen der Corona-Scheiße ein bisschen solidarisch sein in Mainz. Sind sie nicht, aber ich will mich auch nicht einmischen. Ich habe auch keine Ahnung, ich bin nicht vor Ort. Ich muss schon sagen, mich interessiert Fußball, diese ganze Geldscheiße interessiert mich nicht. Ja, der VfB ganz eine gute Aufholjagd gemacht, aber verloren. Nicht? Dann bringt ja alles nichts. Also ich sag mal, das gewinnt auch die Heimmannschaft mit 2-0. Auch wenn das da ein bisschen gestreikt wird und Theater ist. Ich glaube, 2-0 gewinnen sie. Der Mainz. Ja, dann haben wir Sonntag. Dann haben wir, ich mache die Sonntag gleich mit, sonst wird er langweilig hier. Sonntag haben wir Schalke gegen Werder Bremen. Nee, morgen nochmal Schalke gegen Werder. Ja, das ist ja nun der absolute Härtefall. Ich würde sagen, Not gegen Elend. Wir haben in Hamburg das, ich will da keine Häme über auskippen. Aber das sieht ja genauso aus in etwa wie bei uns. Bremen ist in der Spirale drin und Schalke 04 auch. Welcher von den beiden Trainern als erster marschiert, da möchte ich nicht drum wetten. Also ich sehe den anderen Affen, würde ich sagen, als guter Junge da aus Schlacki, sehe ich da ein bisschen vorne. Kofeld wird sie wohl nochmal retten, aber das war der größte Fehler, den Werder Bremen gemacht hat. Aber das brauche ich nicht zu sagen, das sagen auch viele Werder-Fans, dass Kofeld geblieben ist. Aber das ist eine andere Sache. So, denn auf Schlagge werden ja auch keine Zuschauer sein. Ich würde mal sagen, ich würde mal auch pöbeln und bin Herzen Not gegen Elend. Das wird ein 1-1. Mehr wird das nicht. Ja gut, dann haben wir Sonntag noch Hoffenheim gegen Bayern München. Brauchen wir nicht überreden. Hoffenheim hat sich da rein abgequält, aber gewonnen, das muss man ja natürlich sagen. Haben einen neuen Trainer, mit dem, der andere da, der Hoeneß, den traue ich auch nicht zu. Ich glaube, Hoffenheim rutscht auch noch unten rein, da bin ich von überzeugt, die machen da nicht mehr oben mit. Ja, bei Bayern ist das so, die haben ja da, das war ja von anderen Sternen. Was der Lewandowski da mit dem Hacke da vorliegt, da brechen sich auch die meisten Spieler auf dem Platz, die Knochen. Also, das muss ich schon sagen. Und Müller haut das direkt rein. Der war natürlich haltbar für den anderen da von Schlage. Aber wie gesagt, ist egal wie. Klasse Tor. Ja, und Hoffenheim, ja gut. Bayern hat schon wieder alles vorne. Hoffenheim kann nur aufpassen, dass sie nicht über 5 kriegen. Ich sage, das gewinnt Bayern München 4-1. Ja, dann haben wir nochmal Freiburg. Ja, Freiburg hat sich ja da ein zurechtgewürgt, aber gewonnen. Nicht? Und VW, ja gut, VW, da kann ich nicht so einschätzen. Die haben gegen die Albaner für mich auch nicht gut gespielt, da in den Quali. Aber Freiburg zu Hause ist eine Macht. Ja, der macht das reicht schon. Ne? 100% macht er das, klar. Also ich gewinne, das gewinnt Freiburg 2-0. Ja, dann haben wir haben wir alles durch, ne? Das ist Sonntag, ja. Sonntag, ja, hier komme ich ja langsam ins Schwimmen. Manchmal ist Montag das Spiel, manchmal Sonntag. Aber ich glaube, ich habe sie alle durch. Hoffenheim, ja, ich will mal durchgucken, Mainz. Gladbach habe ich auch. Ja, nee, Leverkusen, Leipzig habe ich nicht. Auch hochinteressant. Leverkusen hat mir nicht so zugesagt, weil der Havertz fehlt ja auch.
Leipzig hat mich auch nicht so überzeugt. Die erste Halbzeit war natürlich gut. Aber da wird ein hochinteressantes Spiel. Und ich sage, das lässt sich der Nagelsmann nicht nehmen. Das gewinnt Leipzig da in Bad Pillendreher 3-1. Sehe ich mal so. Alles klar, jetzt habe ich glaube ich alle auf dem Schirm. Ne? Alles gut. Ich wünsche euch was. Haut rein, ist Tango. Und ich bin mal gespannt. Ich muss mal wieder richtig Kohle machen. Alles klar. Und dann, die Tipps habt ihr. Haut rein, Jungs. Und dann wollen wir mal sehen, was läuft. Alles Gute. Tschüssi. Die ersten Dinge, die ich mache, sind alle durchwachsen. Das wird besser. Das wisst ihr ja auch. Alles klar. Schönen Gruß aus Hamburg noch. Und wir sind natürlich traurig, dass wir da nicht wieder in der ersten Liga sind. Aber da kommen wir bald hin. Alles klar. Tschüssi. Peter hat Wunschträume. Alles klar. Tschüssi.